Ihr habt mir natürlich mal wieder richtig viele Fragen über Discord geschrieben. Und diese ganzen Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Und Grüße gehen raus an Novo, Big Gaming L, Lostomat 123, Luilu, Sprudelmeister und an Spooning. Genau, die erste Frage, wirst du vielleicht irgendwann deinen Discord vergrößern? Ja, ich habe schon vor, mehrere User auf dem Server noch zu bekommen. Dann Novo Gamer, was ist dein Lieblingsessen? Etwa Kekse, weil sie so gut schmecken? Also Kekse, Leute, esse ich auch sehr, sehr gerne, vor allem zu Weihnachten. Aber ich glaube, mein Lieblingsessen ist so Pfannkuchen oder Steak. Oh Leute, das ist gleich schon zwei Fragen am Start. Und so, was bereust du am meisten außer deiner Schulzeit? Also, ich meine, Schulzeit bereue, weiß ich nicht ganz. Aber ich glaube, was ich noch am meisten bereue, boah, fand ich ehrlich gesagt gar nicht, Leute. Ich denke, eine Sache, die ich noch bereue, ist, dass ich mir damals für 40 Euro mal was auf Steam gekauft habe. Ja, dieses goldene Abzeichen haben wollte, es aber nach 30 Tagen aber weg war und somit 40 Euro aus dem Fenster geschmissen habe. Und dann die Spiele, die ich noch gekauft habe, dann einen Monat später bei Epic Games kostenlos waren. Und dann noch, was bereust du von deinem YouTube-Channel? Ehrlich beantworten. Also ehrlich, an meinem YouTube-Kanal bereue ich halt eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich vielleicht manchmal bereue, dass ich vielleicht doch ein paar schlechte Videos hochgeladen habe, halt eben damals oder auch damals mit jedem aufgenommen habe, ja. Ich glaube, das will ich noch zu heute noch ein bisschen bereuen, aber sonst brauche ich eigentlich gar nichts, Leute. Flopper Gamer bombardiert mich zu mit 5 Fragen auf einmal. Sehr erstens, wie bist du auf den Namen Rambo-Schnitte gekommen? Diese Frage, die wurde mir so oft gestellt, selber von denselben Personen. Ich bin euch jetzt bei allen Kommentarfragen jetzt mal ein, die mir gestellt worden sind, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Und diese Frage beantworte ich in jedem von meinen Q&A-Videos. Das wird mir jedes Mal gestellt. Der Nächste, der mir diese Frage stellt, den bann ich auch noch weg. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ich auf meinen Namen gekommen bin, schaut alle anderen Q&A-Videos an. Da habe ich jetzt 5-mal gesagt, ja. Dann aber, liebst du alle gleich auf deinem Discord-Server? Also, ich kenne ja nur die wenigsten von meinem Discord-Server ja persönlich so, ja. Aber ich finde meine Community nice, also, Leute, ich habe euch alles sehr, sehr lieb. Dann, wie oft du in der Woche, Monat, Stand, nächstes Jahr? Also, Leute, die Frage, die wurde 2021 geschrieben, ja, den beantworte ich jetzt. Also, Stand von jetzt. Das Jahr geht gerade mal 11 Tage, ja? Keine Ahnung, Woche, wie man sagt, so ist ja 3-mal Monat, das sind gerade mal 11 Tage, vielleicht, ja, 4-mal. Ja. Magst du Gamimi oder Future mehr? Gamimi. Stand jetzt heiße Flopper Gamer. Wie heiße ich jetzt? Immer noch Flopper Gamer. Novo Gamer bombardiert mich auch wieder voll mit Fragen. Und sagt, was ist dein Hassfach in der Schule? Boah, Leute, da konkurrieren Mathe und Physik echt krass. Aber ich denke mal, Physik hasse ich noch mehr. Dann, wen sagst du mehr? Lord Zocker oder Mr. Alien? Ich habe mit beiden eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. Mit der einzigen, mit dem ich mal für 2 Minuten beim Talk war, ja. Er war Mr. Alien. Also, ich kann die Frage nicht ganz beantworten, ja. Aber von dem, was ich jetzt so, ja, mitgemacht habe, würde ich mal sagen, Mr. Alien, weil ich Lord Zocker so gut wie gar nicht kenne. Deine Meinung zum Friedbot? Also, ich finde den Friedbot wirklich richtig, richtig super, weil dann Mistakesbot die Musik, die krakelt hat nur. Minecraft oder Kekse? Boah, ich glaube, dann würde ich Minecraft nehmen. Weil, wenn ich nämlich Kekse nehmen würde, dann müsste ich jetzt nur noch jeden Tag nur noch Keks-Vlogs machen. Wie alt bist du und wann hast du Geburtstag? Also, Leute, ich bin 16 Jahre alt und ich habe am 21.02. Geburtstag. Und noch kann ich dich duzen. Ja, ihr könnt mich gerne alle duzen. Magst du mich oder Gemimi mehr? Gemimi. Du bist also gemobbt, finde ich. Ich beantworte die Frage halt so schnell, ne? Oh, Digga. Wie bist du auf den Namen Rambo Schnitzel gekommen? Digga, ich heiße nirgendwo Rambo Schnitzel. Wie schafft man das, viele Views auf Twitch zu bekommen? Stream ist seit 2 Monaten und ich habe einen Discord-Server mit 93 Usern. Ja, also ich habe in meinen Twitch-Streams, falls jemand mal schaut, im Durchschnitt so 3 Zuschauer, ich habe schon mal 10 Zuschauer gehabt, ja. Leute, dann ist schon noch ein bisschen Werbung, falls ihr mich mal streamen sehen wollt, ohne Videobeschreibung, der Twitch. Wen magst du am meisten aus unserer Gruppe? Gemimi. Oh, nie wieder zocken oder nie wieder schlafen. Boah, ey. Also ich habe mal so, zocken ist mein Leben, Leute. Gut, beziehungsweise YouTube ist auch mein Leben. Ja, aber schlafen braucht man. Boah, Digga. Ich glaube, ich würde dann nie wieder schlafen. Ich würde zwar Tag danach drauf gehen, aber. Digga. Welche Umstände herrschen, als du auf deinen Namen Rambo-Schnitte gekommen bist? Warum hast du diesen Namen gewählt? Also ich fand den Namen cool und ich hatte auch keine anderen Ideen, außer so eine Ideen wie Try X-Man XX1512. Ja gut, lassen wir es mal. Was hat dich dazu motiviert, mit YouTube anzufangen? Also ich bin ehrlich, am Anfang wollte ich YouTube eigentlich nur machen, um ein bisschen Geld noch nebenbei zu verdienen. Ja, aber daraus ja, wurde leider nichts. Aber mir macht mittlerweile YouTube halt ja richtig viel Bock. Ich stecke an dir auch meine komplette Freizeit halt nur in YouTube rein, ja. Und ja. Bist du ein guter Builder in Minecraft? Ja, das bin ich. Ich kann dir mal ein paar Screenshots mal zeigen von Maps, die ich, also an die ich gerade dran bin. Wie bist du auf deinen TikTok-Namen gekommen? Genauso wie ich auf meinen YouTuber noch gekommen bin. Flopper Game, erst wie bist du auf deinen Namen? Gut, die Frage überspringen wir. Wie sagst du immer YouTube in deinem Namen? Selbst auf TikTok. Ja, ein bisschen noch Eigenwerbung, Leute, ne? Boah, Leute, guckt euch, dass du meinst, es gibt so quasi, hat dich eine Schildkröte, bist auf deinen Namen gekommen, bist du gerade wert, denkst du was aus? Was zitterst du? Ich
Zetter nicht. Ist Radler für dich Alkohol? Also überall, wo Alkohol drin ist, ist auch Alkohol drin. Wie lange dauert es, ein Video zu schneiden? Also Leute, ich schneide zum Schnitt so circa 2 bis 3 Stunden an meinen Videos. Ja, manchmal vielleicht auch mal 3,5 Stunden. Und wie lange sitzt du täglich am PC? Also ich weiß nicht, dass vielleicht einige sagen, dass ich extrem süchtig bin. Aber ich sitze halt eigentlich gefühlt nur den kompletten Tag am PC. Also circa 8 bis 12 Stunden. Und ja. Dann Hannover Gamer, kannst du mir XP schenken? Nee, kann ich nicht. Dann war es dein allergrößtes Ziel im echten Leben, nicht am PC oder so. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wie du meinst, im echten Leben, nicht am PC oder so. Also ich sag mal so, auf YouTube die Millionen Abonnenten wäre schon ein großes Ziel, ja. Aber auch mein größtes Ziel, Leute, ist manchmal halt eigenes Spiel zu entwickeln, nicht zu verkaufen, damit halt viel Erfolg haben. Also ja, große Firma halt, wenn das mit YouTuber eben halt, ja, nichts wird. David Gettner fragt, ich habe eine Frage. Ich hatte in Minecraft einen Bug statt Minecraft-Stein da, Minecraft. Da hat er es beim Startbildschirm gefehlt. Und das ist tatsächlich ein Easter Egg von Minecraft. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist so bei 0,2% oder so. Also, weiß ich nicht mehr ganz. Dann, wo bleibt dein Fuß-Reveal? Das Fuß-Reveal werde ich nicht machen, sonst wäre ich nämlich auch gebannt wegen, wie kein Konzept, dann wurde auch gebannt wegen Fuß-Reveal, oder? Habt ihr dich ja letztens in Fortnite geheadshottet? Hast du jetzt Kopfschmerzen? Also, ich weiß nicht, ob du mich geheadshottet hast. Wenn du mich geheadshottet hast, dann, Glückwunsch, aber Kopfschmerzen hatte ich danach nicht. Mögen Sie Eimer? Ach, da stellst du gerade demjenigen eine Frage, der gerade seit einer Woche kein Mülleimer mehr in seinem Zimmer hat. Ja, ich mag Eimer. Du hast mal in einem Q&A-Video gesagt, dass du eine Roomtour machen möchtest. Machst du das noch? Ja, eine Roomtour wird doch kommen, Leute, ja. Und da bin ich jetzt nämlich wieder richtig daran, mein Zimmer wieder weiter zu renovieren, ja, denn es gab ja wegen Corona und so und wegen anderes Zimmer ja ein bisschen Unrenovierung, Leute, ja. Aber jetzt ist wieder auch richtig mein Zimmer dran, ja. Und Leute, also, ja. Ich denke mal, entweder noch in diesem Halbjahr, sag ich mal, ja, noch, ja. Oder eventuell Ende des Jahres, wenn es eben Ende des Jahres ist, Leute, ja, habe ich natürlich wieder fetten Gaming-PC, ja. Und ja, aber es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Vielleicht noch am Ende des Jahres, ja. Dann wird mein Zimmer auf jeden Fall komplett fertig und, ja. Kannst du mal ein How-to-Kick-Tutorial machen? Okay, Leute, ich mache ein How-to-Kick-Tutorial. Mit natürlich. Mega Rumble-Schnitte! Moin Leute, heute mein Kick-Tutorial hier, ja. Also, ihr braucht ein bisschen Mehl, ihr braucht ein bisschen Milch, ihr braucht noch ein bisschen Schokolade und einfach den Keks, den ihr reinmachen wollt. Also, Schritt 1 soll ich vielleicht ein paar Eier aufschlagen, das vielleicht mit dem Müll einmal vermischt, ein bisschen umrühren, damit noch ein bisschen Milch einen noch reingeben. Das könnt ihr noch ein bisschen ziehen lassen, ab in den Ofen und fertig! Die Kekse sind da! Oh, was ich nur meine Nachbarn jetzt denken müssen, Digga. Wie lange brauchst du so, um ein Video zu schneiden? Das, wie schon vorhin gesagt, so circa 2 bis 3 Stunden, ja. Und eh so ein komplettes Video fertig ist, ja, sind es so circa, ja, 6 Stunden. Benutzt du auch zum Videoschneiden eine Schere? Hä? Na klar, womit denn sonst? Wie machst du deine Thumbnails? Ich mache meine Thumbnails mit Minimator, Photoshop und zum größten Teil mit After Effects. Okay, Leute, jetzt noch die letzten 2 Fragen. Wer hat dich entführt, dass du deinen Namen ausgesucht hast? Ihr macht mich fertig damit, ey. Sind Chips deine Feinde und Kekse deine Freunde? Also Chips und Kekse können harmonisch miteinander interagieren, wir sind beide Freunde. Ja, Leute, das war's hier mit diesem Q&A-Video. Schreibt mir schon mal in die Kommentare oder auf meinen Discord-Server schon mal Fragen für das nächste Q&A-Video. Und solltest du neu sein und gefallen beim Content, kannst du natürlich gerne kostenlos ein Abo des Glocke aktivieren, kann weiter nichts verpassen. Ich würde es aber like, freuen und immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao!